Hallo liebe Geschwister, willkommen bei unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Ich bin der Bruder William und ich möchte etwas Schönes aus dem Wort Gottes mit euch teilen. Amen. Aber bevor ich das mache, dann möchte ich kurz mal beten. Herr Jesus, ich danke dir, mein Gott, mein Herr, mein Erlöser. Danke für alles, was du für mich tust. Du bist unser Herr und ich danke für dein Blut. Ich danke, Herr Jesus, für das Kreuz und danke für das Wort, Herr Jesus. Danke für unsere Errettung. Danke für das ewige Leben, Herr Jesus. Danke, Herr, für alles, was du für uns tust. In deinem Namen, Jesus. Amen. Halleluja. Ich möchte was Kleines mit euch teilen. Zurück zum Wort wollen wir, dass die Leute, wir wollen, dass die Leute die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit über Jesus Christus und das Wort Gottes. Wahrheit, wieso sagen wir also Wahrheit? Weil wir beziehen uns also auf der Bibel. Deswegen steht also auf unserer Internetseite zurück zum Wort. Also zurück zum Wort. Das ist keine Denomination, keine Religion, keine bestimmte Gemeinde. Wir dienen Jesus Christus und wir sagen alle zurück zum Wort. Weil zurück zum Wort heißt einfach zurück zu Jesus Christus. Jesus sagt in seinem Wort, wer mein Wort tut, dann ist er mein, der ist wirklich mein Jünger. Und ohne das Wort Jesus Christus können wir, wenn wir das Wort Jesus Christus nicht annehmen, können wir überhaupt nicht gerettet werden. Amen. Und warum sagen wir also zurück zum Wort? Weil heutzutage haben wir festgestellt, wie das also auf unserer Internetseite steht, dass viele Gemeinden sich also vom Wort Gottes abgewandt haben. Viele Leute, viele Traditionen sind einfach entstanden, sind in die Gemeinde Jesu Christus reingekommen und haben die Leute einfach abgelenkt, in eine andere Richtung geschickt. Und jedes Mal, wenn wir unter Christen wir versuchen uns zu verständigen, dann kommen immer Mauer zwischen uns und die Mauer wurden meistens von irgendwelcher Gruppe, irgendwelcher Denomination. Es gibt also heutzutage unglaublich viele Denominationen, viele Kirchengemeinde, aber Jesus Christus sagt, er wird seine Gemeinde holen, also eine Gemeinde. Aber wie ist diese Gemeinde? Diese Gemeinde Jesus Christus glaubt, diese Gemeinde Jesu Christi glaubt an Jesus und ist an sein Wort gebunden. Halleluja. Und diese Gemeinde tut sein Wort. Diese Gemeinde glaubt also an alles, was die Bibel sagt. Halleluja. Aber über die Jahre sind da so viele Traditionen, viele Philosophen und Philosophie von Menschen, Traditionen von Menschen reingekommen und haben die Leute in eine falsche Richtung geschickt. Und heutzutage glauben Leute an viele Sachen, die nicht mal also mit dem Herrn Jesus zu tun haben. Amen. Ich möchte euch also zum Johannes 4, wir kennen schon also das Gespräch von Jesus mit der Samariterin. Jesus trifft also eine Samariterin und unterhaltet sich also mit dieser Frau. Und dann in diesem Gespräch kommen sie auf den Punkt, wo Jesus über das Anbeten, Anbetung, also über Anbetung spricht. Und wir werden direkt also zu diesem Punkt springen. Jesus, also wir sind in Vers 20.
Da steht in Vers 20, also Johannes 4, Vers 20, unsere Väter, also das sagt also die Frau, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Halleluja. Wir haben also von Johannes Kapitel 4, Vers 20 bis 23 gerade gelesen. Also, in diesem Gespräch kommen sie oft auf den Punkt, Jesus hatte mit dieser Frau, also die Frau hat also von Anbetung geredet. Und Jesus sagte etwas also erstaunlich. Er sagte also zu dieser Frau, ihr betet, was ihr nicht kennt. Also das heißt, es gibt Leute, die beten an, die beten Gott, die glauben, dass sie also Gott anbeten, aber die wissen nicht mal, also wer er ist. Also die sagen sogar, ja, wir beten an, aber die wissen nicht, was das ist. Die haben kein Kenntnis also von diesem Gott. Und hier Jesus spricht davon und sagt, ihr betet, was ihr nicht kennt. Also das heißt, es ist sehr wichtig zu wissen, an wen wir beten. Halleluja. Und die Frau hat also von einem bestimmten Ort gesagt. Sie sagte ja, ihr Juden sagt also, wir sollen auf diesem Berg, unsere Väter haben uns auf diesem Berg gebetet und ihr sagt also, wir sollen in Jerusalem anbeten. Aber Jesus sagte, hey, eine Zeit kommt, wo die Menschen nicht mehr in Jerusalem oder auf irgendwelche Berg anbeten werden. Die werden in Geist und in Wahrheit anbeten. Denn genau solche Anbeter sucht Gott. Halleluja. Und hier sehen wir also verschiedene Sachen. Also als erster Punkt, was bedeutet anbeten? Viele denken, dass Anbeten, das ist, wenn man also bestimmte Art von Musik singt, Lobpreis, Lieder oder singen, und da kommt also bestimmte Momente, wo die Musik also ein bisschen leise ist und dann man fühlt sich also irgendwie, ja, und da kommen also die Tränen und die Musik ist also so langsam und so weiter, und dann sagen die Leute, ja, jetzt gerade beten wir also Gott an. Es gibt also Momente, wir wollen also Lobpreislieder singen, wir wollen also Anbetungslieder singen und. Aber was bedeutet anbeten? Anbeten, wir sehen das also von, ob das also im Alten Bund und im Neuen Bund, diesen Begriff also anbeten hat also mit sich beugen zu tun. Die Bedeutung, die richtige Bedeutung von anbeten, das ist also sich beugen. Das heißt, sich hingeben, auf Knie gehen, sich beugen. Das war so ein Zeichen von Erkenntnis. Also das heißt, wenn jemand erkennt die Autorität von einer Person, von einem Gott oder von irgendwas, und dann geht man einfach auf Knie, man beugt sich an, und das war so ein Zeichen von Erkenntnis und von Hingabe, sich hingeben. Und hier sehen wir Anbetung, das ist, wenn man sich also gibt,
wenn man sich das so hingibt. Das erste Mal, also wo dieser Begriff anbeten in der Bibel erschienen ist, das ist in der Geschichte von Abraham, als Abraham seinen Sohn als Opfergabe, also opfern wollte. Er sagte zu seinen Diener: Ich gehe jetzt also auf den Berg, um anzubeten. Wir können das also sogar lesen. Kurz, das ist also in 1. Mose. Ich gehe mal kurz hin. Also in 1. Mose, Kapitel 1. Mose, Kapitel 20. Also Abraham, Gott sagte zu Abraham: Du sollst mir deinen Sohn opfern. Und Abraham sagte, ja genau, das ist also in 1. Mose, Kapitel 22. Kapitel 22, wir lesen ab Vers 1. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm: Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du liebst hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sagte Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Halleluja. Also in Vers 5 sehen wir, der Abraham hat ja nicht gesagt: Ich werde meinen Sohn als Brandopfer geben, sowas. Nee, aber Abraham hatte diesen Begriff anbeten hier verwendet. Halleluja. Oh, und das Anbeten, das ist also sich beugen, sich hingeben, etwas Kostbares an Gott geben. Halleluja. Und das ist also ein Zeichen, du bekennst, also oder du erkennst, dass Gott Autorität auf dich übt. Dass Gott als Autorität, er ist dein Gott einfach. Und du weißt, dass er herrscht über dich. Das ist die Bedeutung von Anbeten. Und dann gibst du dich einfach hin. Halleluja. Und hier sagte Jesus: Ja, die Leute, Jesus sagte: Ja, aber ihr betet also etwas, was ihr nicht kennt. Aber wir beten, was wir kennen. In Johannes 4 haben wir gerade gesehen. Aber dann heißt einfach, wenn du kein Christ bist, wenn du Gott nicht kennst, du kannst ihm überhaupt nicht anbeten. Du kannst überhaupt, also Gott kannst du nicht anbeten, solange du ihn nicht kennst. Du sollst erstmal Gott kennenlernen. Du sollst erstmal Gott in dein Leben reinlassen. Du sollst erstmal dein Herz öffnen, dass Gott zu dir kommt. Du sollst dich erstmal, also deine Sünde erkennen, Jesus annehmen, und dann kannst du
kannst du Gott anbeten. Also wer kein Christ ist, kann überhaupt nicht Gott anbeten. Das funktioniert einfach nicht. Das geht nicht. Halleluja. Und deswegen sagte Jesus hier, wir gehen weiter in Kapitel Johannes 4. Wir sind also zurück auf Johannes 4. Er sagte zu der Frau, ab Vers 23, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Halleluja. Das Wort Gottes ist so wunderbar. Also hier sehen wir etwas Schönes. Wenn Jesus also von wahren Anbeter spricht, das heißt, es gibt falsche Anbeter. Ja, aber wie erkennt man also, woran erkennt man also diese falsche Anbeter? Wenn Jesus hier sagt, wahre Anbeter, den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Das heißt, die wahre Anbeter, die beten in Geist und in Wahrheit. Halleluja! Was bedeutet Gott in Geist und Wahrheit anbeten? Muss ich mich erstmals als irgendein Geist umwandeln und dann Gott anbeten? Nein! Aber Jesus spricht hier von neu geboren, von dieser neue Geburt, also von oben geboren sein. Und er betont das nochmal hier, er sagt das also noch ganz klar. Du sollst neu geboren sein, also von Geist geboren und von Wasser. Das hat er in Johannes 3 hat er gesagt, also du sollst von Geist geboren und von Wasser geboren sein. Und das Wasser ist das Zeichen von Wort Gottes. Und Geist geboren. Das heißt, wir können das also kurz mal lesen in Johannes 3. Das ist nicht weit weg, direkt in der Nähe. Das Gespräch also von Jesus mit Nikodemus. Und Jesus sagte zu Nikodemus in Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Halleluja! Hier sprach also Jesus von neuer Geburt, von oben geboren. Das ist also der richtige Begriff. Von oben geboren. Und er sagt noch weiter, was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Aber was aus Geist geboren ist, ist Geist. Das heißt, er sprach von, wenn der Heilige Geist in dein Herz kommt, also du hörst das Wort Gottes und du bekennst, dass du ein Sünder bist. Und dann sagst du Jesus, vergib mir für meine Sünde. Und dann, wenn sowas passiert, dann kommt der Heilige Geist in dir und er verändert dein Herz. So steht das also in Ezekiel 36. Er sagte, ich werde euer steiniges Herz, dieses harte Herz, also verändert. Ich werde euch also ein fleischiges Herz geben und ich werde euch meinen Geist geben und meinen Geist wird euch in mein Wort, in meine Gesetze führen. Halleluja! Das heißt, wenn du nicht von Gott geboren bist, von oben geboren bist, kannst du nicht Gott anbeten. Du kannst, das wird überhaupt nicht klappen. Es funktioniert nicht. Also das Anbeten hat erstmal mit Christen zu tun. Leute, die von oben geboren sind. Nicht Leute, die eine Konfession also angenommen haben. Die Mitglieder von irgendwelcher Kirche sind. Mitglieder von irgendwelcher Assoziation oder Verein sind. Nein, es geht um Leute, die Jesus als einziger Herr angenommen haben. Diese Leute können Gott anbeten. Halleluja. Aber was sehen wir heutzutage? Die Leute denken, dass also Anbeten, das Anbeten begrenzt sich also nur um Musik. Was sehen wir heutzutage?
junge Leute, die sind da, die machen also, was sie wollen, die hören also komische Musik, die hören also Hip-Hop, Rock'n'Roll, also machen, was sie wollen, sie laufen, wie sie wollen, sie immer noch in der Sünde, und dann sagen sie also, dass sie Gott anbeten. Wie kann jemand weiter in der Sünde leben und Gott anbeten? Das funktioniert nicht. Es geht einfach nicht. Anbeten hat mit dem Wort, du bekennst, du erkennst, dass das Wort Gottes über alles ist, und dann lebst du nach dem Wort Gottes. Und deswegen sagen wir die Leute heutzutage, komm zurück zu Jesus. Jesus hat nicht gesagt, also, dass die Leute zu irgendeiner Konfession, irgendeiner Denomination, irgendeiner Gemeinde gehen oder eine Kirche oder einen Verein gehen, um Gott anzubeten. Nein! Die werden gleich also sehen, also was das wirklich bedeutet. Also wenn Jesus sagt hier in Vers, also zurück zu Johannes Kapitel 4, Vers 23, er sagt, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Also die im Geist und Wahrheit anbeten, das sind die wahren Anbeter und sind die Anbeter von Gott. Die gehören Gott. Die gehört zum Gott. Halleluja. Also, aber was heißt das? Wie erkennen wir so eine falsche Anbeter? Wenn jemand in der Sünde lebt und sagt trotzdem, dass er Gott anbetet, das geht nicht. Und da steht Geist und Wahrheit. Also Geist, das ist ja so von oben geboren, und Wahrheit, das ist im Wort Gottes. Also das sind Leute, die nach dem Wort Gottes leben. Weil Jesus sagte in Johannes 17, Vers 17, Vater, heilige sie durch mein Wort, denn mein Wort ist die Wahrheit. Wir können das also schnell lesen in Johannes 17, Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Halleluja. Wenn Jesus sagt, dass die wahren Anbeter sind die in Geist und Wahrheit anbeten, sind Leute, die nach dem Wort Gottes leben und die hören das Wort Gottes und das Wort Gottes auch tun. Halleluja. Und dann schließen wir einfach, dass im Geist und Wahrheit sind Leute, die von oben geboren sind und nach dem Wort Gottes leben. Und Geist und Wahrheit, das ist einfach das Leben in Jesus Christus. Halleluja. Das sind die wahren Anbeter. Wahre Anbeten, das ist das Wort, das ist ein Leben, ein Lebensstil, eine Lebensart. Man kann doch nicht also Gott nur am Sonntag anbeten. Man kann doch nicht also Gott nur an bestimmten Ort, bestimmte Zeit, mit bestimmten Leuten anbeten. Nein, das ist ein Lebensstil. Das ist das Leben in Jesus Christus. Das ist also anbeten. Halleluja. Und wenn ich also hier sehe, Geist und Wahrheit anbeten, das heißt, das Gegenteil wäre Fleisch und Lüge anbeten. Das sind die falschen Anbeter. Die falschen Anbeter, die beten fleischlich an und in der Lüge. Also das heißt, die haben die Lüge angenommen, falsche Lehre, alles was wir also heutzutage sehen. Leute, die glauben mehr an ihre Pastoren, ihre Gruppenleiter als das Wort Gottes. Die lesen nicht mal selber das Wort, aber alles, was der Pfarrer oder der Pastor oder irgendwelche Typen so sagt, glauben sie, die nehmen das einfach so. Und die können nicht mal so prüfen. Und dann sagen sie, ja, die sind Christen. Nee, so geht das nicht.
Halleluja! Die wahre Anbeter sind die, nach dem Wort Gottes gehen. Aber die falschen Anbeter, das sind die, die fleischlich, die sind, also das ist nicht mehr so aus Geist, aber, und die nehmen auch viele Lüge an. Halleluja! Und wie ich gesagt, also ganz am Anfang gesagt hatte, das Anbeten, also hat also mit sich auf die Knie gehen, sich hingeben. Wahre Anbeter geben ihre Leben zu Jesus Christus. Jesus nimmt einfach das Leben. Und wir geben unser Leben und wir bekommen das Leben von Jesus und dann leben wir nach seinem Wille, nach seinem Wort. Amen. Ich möchte mal kurz, gehen Sie mal also in Matthäus 4, dann lesen wir kurz also die Geschichte, die Versuchung Jesus, da wo Satan Jesus in Versuchung bringen wollte. Und ihr kennt schon also die Geschichte, also es hat, der Satan kam zu Jesus und sagte, okay, oder lesen wir das einfach, das ist kurz. Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und es gab also verschiedene Versuchungen, aber ich mache das kurz. Aber ab Vers 10 oder sagen wir Vers 8, wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Also, der Teufel kam auf Jesus zu und sagte, okay, wenn du das tust, alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeiten, und wenn du das also annimmst, dann, ich werde dir das geben, aber als Gegenleistung sollst du mich anbeten. Also, der Teufel wollte, und das sagt, da gibt's nur so diesen Begriff, wenn du niederfallen und mich anbeten willst, das heißt, Jesus sollte sich also beugen, die Autorität, der Teufel, seine Dominanz und erkennen, und so würde er angebetet werden. Wahnsinn. Und Jesus sprach, Vers 10, da sprach Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, dein Gott, anbeten und ihm allein dienen. Halleluja, Halleluja. Also, der Teufel tut das also heutzutage. Der macht das also immer noch. Das hat er mit unserem Herrn versucht und der macht das also immer noch. Er sagt die Leute, ja, okay, kommt zu mir, ich werde euch also Geld, ich werde euch also Reichtum, Frauen und Autos, Häuser und von dieser Welt. Aber ihr sollt mich anbeten. Und da sind die falschen Anbeter. Die beten den Teufel an, weil sie das Reiche, die Herrlichkeit, also von den Teufel angenommen haben, das Reichtum und so weiter. Aber die wissen nicht, dass sie sich vor dem Teufel niedergefallen haben und ihm dienen. Aber Jesus sagte hier, wir sollen nur Gott allein dienen und Gott allein anbeten. Halleluja. Das heißt, die Anbetung gehört nur Gott.
Aber das ist nur für Leute, die Gott angenommen haben. Deswegen, also Gott hat die Menschen erschaffen, damit sie ihn anbeten. Aber die Menschen haben sich also von Gott abgewandt, sogar die sogenannten Christen, sogar die, die sagen, dass sie an Jesus Christus glauben. Die beten ihre, die sind so fest an ihre Gemeinschaften gebunden, aber an Jesus überhaupt nicht. Halleluja. Und Jesus sagte, geh hinweg, denn es steht geschrieben. Er sagt sogar, es steht geschrieben. Also Jesus bringt wieder das Wort Gottes. Er sagt, deswegen sagen wir, sollen zurück zum Wort. Also nur wenn wir nach dem Wort Gottes leben, so werden wir den Willen unser Vater tun. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dann verlass ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm an. Halleluja. Es ist so, lieber Geschwister, diese Predigt über komm zu Jesus, er will dich also ein Haus geben. Komm zu Jesus, er will also die Ehe geben. Komm zu Jesus, er will dich also eine Frau oder einen Mann geben. Komm zu Jesus, er will, du willst also ein Visum bekommen oder Papiere bekommen. Komm zu Jesus, er will dich also Geld geben. Das ist nicht das Evangelium. Das ist das Evangelium der Teufel. Natürlich gibt uns also Gott eine Frau oder für die, die einen Mann suchen. Gott kann uns also diese ganze Sachen geben, aber das ist nicht der Sinn unserer Beziehung also mit ihm. Unsere Beziehung mit dem Herrn geht nur um unsere Errettung, dass er uns also von der Sünde rettet und damit wir ihn anbeten können. Das war das Gleiche. Mose sagte zum Pharao, hey, lass mein Volk, damit sie unser Gott in der Wüste anbeten können. Halleluja. Das heißt, Gott rettet erstmal, damit wir ihn anbeten können. Wenn du nicht von Gott gerettet bist, wenn du immer noch in der Sünde lebst, wenn du immer noch in diese feste Traditionen, gebunden in die Traditionen und du betest also die Traditionen mehr als Gott an. Gott sagt, du sollst erstmal da rauskommen, zu ihm gehen, umkehren und dann kannst du Gott anbeten. Halleluja. Und es gibt also noch einen Bibelvers, danke Heiliger Geist, in Sprüche 28. Da steht also in Sprüche 28, das heißt, wir können also Leute sehen, also große Versammlungen gehen, sehen, wo Leute die beten an, die singen und die treffen sich, aber Gott sagt, ich will das nicht. Ich nehme nicht also diese Anbetung. Halleluja. Da steht also in Vers in Sprüche 28. Sprüche 28, Vers 9, glaub schon. Sprüche 28, Vers 9. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Wow. Das heißt, wenn du denkst, okay, du sagst also, ich bete Gott an, aber dein Ohr, du willst nicht mal das Wort Gottes hören und tun, wie kannst du Gott anbeten? Du kannst also sogar in deiner Gemeinde also Chor singen, du kannst sogar also irgendein Instrument in der Gemeinde spielen, aber solange du in der Sünde lebst, solange du das Wort Gottes nicht mal annimmst und tust, das ist Anbetung, diese Anbetung geht nicht mal also zu Gott, also Gott nimmt das also nicht an. Weil wahre Anbetung ist also, wenn wir uns hingeben. Wenn wir sagen, genau was Jesus gesagt hat, hey,
Teufel. Nur Gott allein, nur Gott allein sollen wir anbeten und dienen. Wenn die Sünde kommt, wenn falsche Lehre kommen, kommen wir also zurück zum Wort. Also wir gucken also, was das Wort wirklich sagt. Und dann leben wir danach. Das nennt man die Heiligung. Halleluja. Sich von bösen Taten, sich von bösen Lehre, sich von schlechten Dingen also trennen. Und dann mit dem Herrn Jesus weitergehen. Halleluja. Das nennt man also anbeten. Das ist also in der Heiligung leben. Also wer nicht in der Heiligung lebt, kann Gott nicht anbeten. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel, wo Gott sagt, hey, eure Gebete, eure Lieder, alles, was sie gerade sind, ich will das nicht mal hören, weil zwischen euch keine Gerechtigkeit gibt. Es gibt also Sünde, Streiterei und. Ich nehme sowas nicht an. Wenn ihr wollt, also können wir also ein Beispiel nehmen. In Amos, gehen wir also in Amos Kapitel 5. Danke Herr für diese Bibelvers. Amos Kapitel 5, ab Vers, nehmen wir also Vers 2, 22. Denn Gott sagte, sogar also ab Vers 21, er sagte, ich hasse, ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlungen, kann ich nicht mehr riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer missfallen sie mir und an eure Speiseopfern habe ich kein Gefallen. Und das Heilsopfer von eurem Maßvieh will ich nicht ansehen. Und dann sagte er hier in Vers 23, halte den Lärm deiner Lieder von mir fern und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören, sagt Gott. Und dann sagt er in Vers 24, aber Recht ergieße sich wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein Himmel, wie ein immer fließender Bach. Das ist also, was Gott sehen möchte, was Gott hören will. Dass wir, wenn wir in der Heiligung leben, wenn wir nach dem Wort Gottes leben, dann hat Gott also Freude in unser Leben. Und so beten wir also Gott an. Also Anbetung hat also mit unser Leben zu tun. Wie wir mit dem Herrn täglich gehen. Wie wir mit dem Wort Gottes täglich gehen. Halleluja. Aber wenn du Menschen, wenn du deine Gemeinde, deine Freunde, deine Traditionen, dein Land sogar, deine Kultur sogar über Gott stehst, wo ist das Wort Gottes? Und dann sagst du, dass du so Gott anbeten kannst? Du lebst in der Sünde. Zum Beispiel, du hast also einen Freund. Du schläfst also mit deinem Freund. Hat also verkehrt mit ihm, Sex und so weiter. Nicht mal in der Ehe. Und dann sagst du, und dann gehst du also am Sonntag, hebst du deine Hände wieder, Gott anzubeten? Meine Güte. Ich sehe zum Beispiel also in viele Gemeinden, man lässt also die jungen Leute, bringt also Hip-Hop in der Gemeinde, die Leute singen also Tupac, nehmen also ein Lied von Tupac, also ein paar Wörter von Jesus da drin und dann sagen sie also, dass sie Gott anbeten. Glaubt ihr also, dass Gott also so eine Anbetung nimmt? Er sagt hier sogar, halte den Lärm deine Lieder von mir fern. Diese Lieder, glaubst du, dass diese Lieder also Gott wirklich also anbeten, preisen? Du lebst in der Sünde, guckt also Pornofilme, guckt die Frauen also nackte Bilder und so weiter, immer noch, immer, immer, immer,
und du tust nicht mal also Buße, keine Buße, und dann willst du sagen, dass du Gott also weiter so anbetest. Du sollst erstmal die Sünde weglassen. Dich von diesen bösen Taten entfernen. Dann kannst du so kannst du Gott anbeten. Buße tun ist also der erste Schritt. Ja, ich erkenne, dass ich also in der Sünde lebe. Ja, ich möchte zurück zum Jesus. Und dann, Gott hilft dir. Halleluja. Aber es gibt noch schlimme Sachen. Man stellt seine Gemeinschaft, die Gemeinde, die Leute in der Gemeinde über das Wort Gottes. Montag in der Gemeinde, Dienstag in der Gemeinde und so viele Aktivitäten, aber das Beten, Beten, du betest nicht mehr, keine Beziehung mit dem Herrn. Und was noch? Das Wort lesen, selber lesen, nein. Du willst unbedingt mit Leuten sein, immer mit Leuten sein, immer, aber mit Gott, mit Jesus nicht. Dein Herz ist voll mit Verletzungen, so verletzt. Bringt das also zu Jesus Christus. Du hast also Probleme zwischen, also mit Geschwistern in der Gemeinde und Streiterei. Und wie kann das sein, dass manchmal verstehe ich das nicht. Wie kann es sein, dass Leute sich also in der Gemeinde treffen und die reden nicht mal miteinander? Wegen was? Streiterei. Oh, meine Güte. Ich treffe also einen Christ. Halleluja, mein Bruder. Wie geht es dir? Ja, oh, aus welcher Gemeinde kommst du? Ich komme aus der Gemeinde Jesus Christus. Und er will unbedingt wissen, also welche Gemeinde, welchen Namen hat meine Gemeinde? Meine Gemeinde heißt die Gemeinde von Jesus Christus. Ja, aber wer ist dein Pastor? Ja, wofür brauchst du das? Ich glaube an Jesus und so weiter. Halleluja. Aber es gibt so viele Mauern zwischen Christen, so viel unglaublich. Und noch das Schlimmste. Heutzutage gibt es also diese Wohlstandprediger. Oh mein Gott. Die ganze Zeit nur Geld, 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 Geld. Also Gott, Jesus ist am Kreuz gestorben, damit du reich auf dieser Erde wirst? Nein. Er sagt selber in sein Wort, trachtet erst nach dem Reich Gottes. Also wir sollen nicht also hinter diese Dinge auf dieser Erde rennen. Nein, wir tragen erst das Reich Gottes. Wir suchen erst Jesus Christus. Lieber Geschwister, ich sage euch, wir sollen Jesus anbeten. Komm zurück zu Jesus. Lass die Sünde weg. Du sollst dich also von diesen ganzen Sachen trennen, Sachen, die dich nach unten bringen und immer. Du willst also mit Jesus gehen, aber da ist noch etwas, da ist noch etwas, da ist noch etwas. Du gibst also so viel Zeit an viele Dinge, die nicht mal so wichtig für dich sind. Aber Jesus sagt, die wahren Anbeter, das sind die, im Geist und in Wahrheit anbeten. Leute, die von oben geboren sind und in der Wahrheit leben. Das heißt, das Wort Gottes. Halleluja. Und als letzter Punkt möchte ich gerne also von Götzendienst reden. Oh mein Gott. Es gibt heutzutage eine sogenannte Konfession, die katholische Kirche, das ist nicht mal die Kirche von Gott, weil alles, was da drin läuft, ist falsch. Alles! Es ist unglaublich falsch. Da siehst du,
Wer ist überhaupt also neu geboren in der katholischen Kirche? Wer? Weil hier steht, vom Geist geboren und Wahrheit. Das heißt, nach dem Wort Gottes leben. Und ich hatte ganz am Anfang gesagt, anbeten. Das ist sich hingeben, Gott hingeben. Aber die Leute in der katholischen Kirche, die beugen sich also vor Maria, eine Statue. Die Bibel nennt das Götzendienst. Meine Güte, alles ist so falsch. Du willst, du sollst Buße tun, gehst du zu einem Pfarrer, erzählst also die ganze Geschichte. Aber Jesus sagt, komm zu mir, direkt zu mir, wieso? Und der Pfarrer hört alles zu und sagt, und das Schlimmste, hallo Vater, ja, meine Güte, was ist das denn? Es gibt so viel Götzendienst in diese sogenannte Religion, oder kann ich weiß nicht, wie das heißt, katholisch, was ist das? Und heute noch, die Leute haben Beziehungen mit ihrer Kirche statt mit Jesus. Sonntag sind sie immer dabei. Aber danach nicht mehr. Am Montag, nee. Dienstag bis Samstag gar nichts. Aber Sonntag sind sie wieder da in der Kirche. Und die gehen da, die sind so fromm und. Und die sagen, die gehen also zum Gottesdienst. Und so wollen sie also Gott dienen. Ich sage euch, liebe Geschwister, alle, die diese Videos anschauen werden, die wahren Anbeter sind die, nach dem Wort Gottes leben. Die, die Jesus in ihren Herzen angenommen haben. Die seinen Geist angenommen haben und in der Heiligung leben. Die da beten Gott an. Als letzter Bibelvers möchte ich euch Römer 12 nochmal geben. Ich habe also letzte Bibelvers, aber ich glaube nicht, dass es lieb. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was eure vernünftige Gottesdienst ist. Also so dient man Gott, indem man sich Gott hingibt. Halleluja. Aber danke Gott, da kommt nur so ein Vers. Ich möchte das noch kurz lesen. Und das ist also sehr, sehr wichtig. Da steht in Römer 6, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass wenn ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zu Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven der Gehorsam zur Gerechtigkeit. Halleluja. Und hier sehen wir also zwei Arten von Sklaverei. Sklaven von der Sünde und Sklaven der Gerechtigkeit. Aber der Begriff also sich zur Verfügung stellen. Zur Verfügung stellen hier, das hat die richtige Bedeutung, ist sich hingeben. Das heißt, wenn wir uns also für die Sünde hingeben, dann werden wir Sklaven der Sünde. Und deswegen ist Jesus also auf diese Erde gekommen und ist am Kreuz für uns gestorben, damit wir von der Sklaverei der Sünde gerettet werden. Lieber Geschwister, wie oft sind wir Sklaven von vielen Sachen auf dieser Erde geworden? Wie? Es gibt eine Menge, so viele Dinge, die uns also so beherrschen,
Die haben so viel Macht auf uns, so viel Macht. Also schau, gucken wir mal, also Fernseher, oh meine Güte, Fernseher hat so viel Macht auf die Menschen. Und es gibt so viele Sachen. Du gehst also raus und wie die Frauen also gekleidet sind. Manchmal willst du nicht gucken, aber dein Fleisch will das unbedingt, unbedingt drehen. Und oh, Wahnsinn. Das nennt man diese Sklaverei. Ist, wenn man also so in unser Fleisch gebunden ist. Wir leben in Fleisch, also wir werden also von unser Fleisch kontrolliert. Von dieser Welt, von alle Begierde dieser Welt. Wir werden kontrolliert und so weiter. Aber der Herr sagt, wir sollen uns für die Gerechtigkeit, also Gott, Jesus Christus hingeben. Und so kommen wir von der Sklaverei der Sünde zu Sklaverei der Gerechtigkeit. Das heißt also mit dem Herrn Jesus weiterleben. Halleluja. Halleluja. Aber wir sind so, also wenn Gott es will, werden wir also nächstes Mal über diese Bibelvers, also Römer 6, Vers 16 reden. Wie wir uns einfach zur Verfügung stellen, wie wir uns also die Sünde hingeben. Es ist so ein Kampf. Die Bibel sagt ganz klar, dass die Begierde des Fleisches sind im Gegensatz zu was das Wort Gottes also von uns verlangt. Halleluja. Und das ist eine Art also von Anbeten, wenn man sich also irgendwie hingibt. Wir geben uns also als Sklave der Sünde. Das heißt, wir knien uns, wir gehen also auf die Knie, wir beugen uns also vor der Sünde und wir sagen, ha, Sünde, herrsch über uns. Und es ist genau, was der Teufel also von Jesus wollte, als er ihn also irgendwie in Versuchung gebracht hat. Er hat ihm gesagt, also du sollst dich also auf niederfallen und mich anbeten, wenn ich dich also das gibt. Wenn du das also annimmst, dann niederfallen und mich anbeten. Und das ist genau, was passiert also heutzutage. Wir knien uns also vor der Sünde. Wir lassen die Sünde uns beherrschen. Aber Jesus sagt, komm zu mir. Ich habe die Macht über die Sünde. Ich habe die Sünde bekämpft und besiegt. Komm zu mir und ich gebe dir also Sieg. Ich werde dir also Sieg geben. Du wirst auch die Sünde besiegen. Du wirst auch den Teufel, die bösen Geister, alles diese Welt besiegen, wenn du in mir bleibst. Bleib in mir. Komm zu mir, sagt also Jesus Christus. Er ist also unser Retter. Er ist also unser Gott. Nur Jesus allein kann uns retten. Nur Jesus allein. Gib dein Herz. Gib dein Herz zu Jesus Christus. Komm zurück zu Jesus Christus. Lass die ganze Traditionen. Lass also alles, was du da siehst. Komm einfach zu ihm. Er allein gibt die Kraft gegen die Sünde. Er allein uns befreit. Halleluja. Ich sage euch also, lieber Geschwister, komm einfach zu Jesus Christus. Gib dein Herz also zu unser Gott. Gib dein Herz. Wir wollen nur Jesus allein. Wir wollen nur Jesus allein. Wir wollen nicht also irgendein Pastor gehören, irgendeine Gemeinde gehören, irgendeine Gruppe, einen Verein oder irgendwas. Nein, wir wollen Gott allein dienen, weil da steht also geschrieben, nur Gott allein sollen wir anbeten und dienen. Nur er allein. Deswegen also sagt die Bibel, dass das erste Gebot steht, höre, du sollst Gott mit deinem ganzen Herz, deinem ganzen Leib und deine ganze Seele, deine ganze Kraft lieben. Halleluja, Gott allein sollen wir lieben. Liebe Geschwister, das war die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit sagen wir die Wahrheit, wie das ist. Gott segne euch. Ich bete einfach für alle, die diese Videos, für alle, die diese Aufnahmen hören werden. Ich bete, dass ihr euch für das Wort Gottes
entscheidest, nur für Jesus. Ich habe nicht gesagt, komm zu uns oder komm, geh in eine bestimmte Gemeinde oder folg also eine bestimmte Gruppe. Nein, wir sagen, folg Jesus allein, weil Jesus der Retter ist. Nur er allein der Retter ist. Jesus will diese persönliche Beziehung mit dir. Er will nur diesen Kontakt mit dir haben. Er sagt nicht, also geh in eine Kirche, geh in eine Gemeinde, geh, triff also bestimmte Leute oder was. Nein, er sagt, allererste, gib ihm dein Herz. Jesus sagt, gib dein Herz, öffne dein Herz, öffne dein Herz. Er allein will dich also retten. Jesus ist unser Gott. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr Jesus. Jesus, du bist unser Gott. Ich danke dir, Jesus, für dein Blut. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Du bist in den Tod gegangen, Herr Jesus. Du bist als Sieger zurückgekommen, Herr Jesus. Oh, Halleluja. Der Tod hat keine Macht mehr über alle, die an dich glauben, Herr Jesus. Du bist unser Retter. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir im Namen Jesus. Halleluja. Das war die Stunde der Wahrheit. Gott segne euch im Namen Jesus. Amen.